Wenn du das Wort Vagina hörst, was denkst du denn? Noch niemals gesehen in echt. Noch nie? Noch niemals, nur in Pornos. Noch nicht mal von deiner eigenen Mama. Um Gottes Willen. Deswegen, ja. Weil du ja beruflich eine Frau bist. Ja. Und ganz oft sagt man ja, die Vagina ist so ein bisschen das Merkmal, was einen Menschen zur Frau macht. Das ist ja völliger Unsinn. Das ist ja völliger Unsinn. Nee, nee. Ich sage dir Folgendes. Die High Heels machen eine Frau zur Frau. So, jetzt trinken wir erstmal ein Säckchen. So, so ein Rotkäppchen geht ja immer. Prösterchen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Hm. Oh. Aber warum bist du dann beruflich eine Frau? Ja, ist eine gute Frage, weil ich pervers bin, glaube ich. Ein Hang, der schon in Kinderschuhen mit drin steckt. Ich habe schon als kleiner Junge die Kleider von Mutti angezogen und fand das spannend. Und man darf sich viel mehr erlauben, weil man halt frecher sein darf. Und die Leute finden es sogar noch lustig, wenn man sie beschimpft. Ich habe mein ganzes Schminkköfferchen mitgebracht. Du wirst heute auch Sachen sehen. Du wirst wahrscheinlich sagen, oh Gott, was machst du denn da? Okay. Als allererstes zücke ich ja immer den Uhu-Stick raus. Da kommen jetzt 3-4 Lagen Uhu drauf. Und dann kommt da ganz normale Theaterschminke aufs ganze Gesicht. Das heißt, die Augenbrauen sind dann komplett weg. Und dann kann ich mir neue rübermalen, die auch nicht da sind, sondern dann hier sein werden. Halt okay. Viel höher. So, da musst du aber erstmal hin und her machen, ganz viel. Okay. Ja, damit erstmal so richtig schön mit Schmackes da ordentlich was hinkommt. So, das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Da kommen noch 2-3 Lagen drüber. Ja, und seitdem ich mich ja in dieser Szene bewege, die halt oft mit dem Spiel der Geschlechter hantiert, ja, merke ich halt immer wieder, wie sehr auch schwule und lesbische Menschen immer noch Probleme damit haben, dass sie mit den Geschlechtern spielt, so, ja. Mhm. Das ist verwirrt, als Travestie verwirrt. Und hier, und auf die Augenbrauen bitte tupfen, ja. Geht doch ganz gut. Crazy. Ja, naja. Jetzt sehe ich auch schon ein bisschen krebskrank. Ja. Und, ich habe mir ein Frauenbart geschminkt aus Versehen. Ach Gott, wie hast du denn das gemacht? Keine Ahnung. Das ist ja toll, Mensch. Verrückt, ja, weil der auch so rot jetzt ist. Attraktiv, das Star-Magazin. Ich glaube, was die Leute lieben an meinem Magazin ist und was ich auch liebe, ist, dass ich ja im Fummel mit Kamera tagsüber raus in die Stadt gehe. Und ich habe zum Beispiel in einer Folge bin ich mal in die Hasenheide in Neukölln gegangen und habe den Leuten mal gezeigt, wie man da Drogen kauft zum Beispiel. Ja? Und sowas lieben die Zuschauer natürlich. Und sowas mache ich sehr, sehr gerne. Und ganz viel Travestie passiert ja nur nachts in Diskos und Clubs. Und ich glaube, eine Transe, die sich wagt, ans Tageslicht zu gehen, schafft schon mal Aufmerksamkeit. Und dann zum anderen ist es wirklich das Böse sein, das lieben die Leute. Ich habe jetzt ja gerade läuft Germany's Next Topmodel in der 8. Staffel leider. Und ich mache ja mal ein Public Viewing in einer Stammbar von mir, wo halt jeden Donnerstag halt da irgendwie 100 Leute kommen und sich angucken, wie ich auf der Bühne halt Heidi Klum hasse. Währenddessen, ja, und dadurch moderiere. Du sagst ja knallhart, das sind die Mädels, ne, die da wie sind Heidi, man sagt, das sind die Nutten. Ja. Genau. Warum? Warum sind das Nutten? Weil das Nutten sind, weil die sich zum einen, gut, das sind alles junge Dinger, die wissen nicht, was sie da machen, aber die geben sich her für diese Scheiß-Sendung, mit der ProSieben viel, viel Geld verdient, lassen da ihr Privatleben ausweiden und sich von Heidi Klum auch noch runtermachen, um dann sowieso keine Karriere zu bekommen letztendlich, also wie alle Casting-Formate eigentlich. Und für mich sind das einfach billige Dirne, die halt... die ihren Körper einfach verkaufen. Die ihren Körper verkaufen und die werden ja auch immer, sobald irgendwie ein Scheinwerfer an ist, werden die ja auch ausgezogen, damit nacktes, minderjähriges Fleisch zu sehen ist, damit die Unterschichten vom Fernseher wieder was zum Wichsen haben. Entschuldigung für das Wort. Mhm. Aber so ist es. Können wir nachher vielleicht auch noch mal drüber gehen. Das ist jetzt erstmal so. Gucken wir mal ein bisschen. Ne?
Sind Drag Queens die besseren Frauen? Ach Gott, die Frage, die wurde mir schon öfters gestellt. Ne? Es kommt drauf an, was du da für Kriterien hast. Ja? Ich glaube, definitiv können Transen vom Aussehen her jede Frau toppen teilweise. Dass sogar ich manchmal nicht weiß, ob das ein Mann oder eine Frau ist, weil die so perfekt aussehen und die perfekte Illusion darbieten einer Frau und sie dabei übertreffen. Aber dadurch, dass Transen ganz genau hingucken müssen, die sind eigentlich Männer, die haben gelernt, wie man sich als Mann bewegt. Ja. Und dann gucken sie Frauen ganz genau hin. Verstehe, was ja. Was macht die weiblich, wie bewegen die sich, ja. Wie kleiden die sich, wie schminken die sich. Und ich glaube, dadurch, und dann überziehen die das ja noch ein total, bisschen. Total, das ist ja das Ding, so, ja. Dann müssen sie ja eigentlich die besseren Frauen sein. Also besser in dem, weil sie es mehr und perfekter machen vielleicht. Mhm. Ein Detail zum Beispiel an dem ich halt auch gearbeitet habe sozusagen, ich habe mir angeguckt, wie Frauen klatschen. Frauen klatschen ja anders als Männer. Wie denn? Also Männer klatschen so. Und viele Frauen machen ja mit so geraden Fingern. Okay, so, ne? So, ja, und dann klatschen die eher so, ne? Und nicht so. So. Und das aber habe ich ganz lange halt, ich habe dann halt so Videos von mir gesehen und auch Fotos und denke immer so, mein Gott, warum sehe ich auf diesem Foto aus wie ein geschminkter Mann, weil ich männlich klatsche. Mhm, Vorsicht, nicht atmen. Man sitzt anders, man bewegt die Hände anders, man bewegt die Schultern anders. Zum Beispiel, also sitzen tut man halt natürlich, man sitzt halt so mit den Händen hier so. Ne? Das machst du dann privat nicht? Nee, also privat würde ich jetzt so da sitzen. Also sitzen und laufen, das war was, wo ich sehr dran gearbeitet habe, gerade das Laufen. Und sobald du halt aber auch die Brüste umgeschnallt hast, ist es halt sowieso schon mal anders, weil dann ist da halt auch was dich zur Frau auf einmal macht. Du musst dich jetzt so schminken, als ob auf deinem normalen, durch Schlupflider geschändeten Auge, da malen wir jetzt einfach total offene und weite und üppige Augen drauf. Bist du denn in diesem ganzen Gender, Queer, Bla, Theoriekram drin? Nein. Oder lebst du die Praxis einfach? Also, sagen wir mal so, jetzt hast du aber das Schmuckkästchen geöffnet, ne? Also, weil das ist ja wirklich ein weites Feld, dieses Gender-Zeug, ne? Hast du sehr schön gemacht. Wo fange ich da jetzt an? Ich muss sagen, zum einen finde ich das sehr gut, dass diese öffentliche Diskussion und auch das Bewusstsein über Gender noch und nöcher, dass das jetzt langsam da ist und dass man das, es gibt ja immer mehr Leute, die sagen, oh, ich studiere Gender. Es ist halt gerade irgendwie so, glaube ich, auch so ein bisschen Fashion, ja, mhm. Dass man sich damit beschäftigt. Ich kenne natürlich auch zum Beispiel einige, die Männer sind, aber halt wirklich gerne lieber Frauen sein möchten zum Beispiel, mhm. Und halt im Leben als Frau leben, auch teilweise Hormone nehmen und pipapo. Und da bin ich halt auch teilweise sehr nah dran und da sehe ich halt dieses Dilemma, in dem halt man auch wirklich stecken kann, ja. Und sei es nur halt auf einem Fragebogen männlich oder weiblich ankreuzen zu müssen und sowas halt alles. So, du siehst sehr viel Eyeliner. Und was ist zum Beispiel eine Gesichtspose, die immer funktioniert, die du immer machst? Verrätst du den Trick? Naja, das ist kein großer Trick, aber jede Trans hat ihre Fotogesichter. Also zum einen ist es halt, entweder ist es dieses halt so ein bisschen so dieses dann ist es halt das total freundliche. Ich finde, das sind schon zwei Fotogesichter mehr als Nicole Kidman hat. Der Lidstrich kann ruhig noch dicker. Ne? Da auf, ja. Aber an sich, du bist naturbegabt. Eine ganz große Kultur ist ja auch, dass altgediente oder etablierte Transen sich ihre eigenen Töchter heranziehen. Ich bin jetzt mittlerweile, ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil ich das irgendwie nicht verstanden habe und albern fand, wieso es so Mütter und Töchter geben muss. Ich habe das nicht verstanden einfach so. Aber das hat was mit dem Herz zu tun. Oh, du siehst so toll aus. Dankeschön. So. Guck mal, du bist aber auch eine wirklich gute Mutter. Das ist, man muss in die Kinder ja, immer du bist jetzt auch meine Tochter, ne? Toll.
angenehm, diese Ruhe endlich mal. Ne? Warum habe ich mir die Travestie ausgesucht? Warum hast du es dir ausgesucht? Weil es wunderbar ist, weil es Kunst ist und so eine Kunst ist, die leider noch viel zu wenig wahrgenommen wird oder halt immer in eine Ecke geschoben wird, wo sie nicht die ganze Entfaltung preisgeben kann. Was macht Travestie zur Kunstform? Travestie ist ja nur letztendlich das Mittel zum Zweck, um Kunst zu machen. Also an sich finde ich, ist es schon Kunst, ein anderes Geschlecht darzustellen. Das ist schon Kunst genug. Mhm. Und da muss man gar nicht drüber diskutieren, warum sowas Kunst sein sollte oder nicht. Aber dann bist du ja nun mal geschminkt und dann musst du erst mal gucken, was mache ich denn jetzt? Wo ich hier im Fummel rumsitze. Und dann wird live gesungen, dann werden auch wunderbare Playback-Shows gemacht. Die legen auf oder was weiß ich, man kann als Trans ja letztendlich alles irgendwie machen. Und da irgendwie seine Begabung dann auslebt. Du hast da einen schön rumgesaut. Guck mal, also hier, da hast du jetzt, oh Gott, also wirklich. Komm mal her. Mach das zum ersten Mal. Oh nee, das geht nicht mehr ab. Oh, guck mal in den Spiegel. Was ist für dich Frau sein? Für mich ist Frau sein, dreimal so viel denken wie Männer. Ganz, ganz typisch Frau. Und das kann ich, das ist, da merke ich immer, wie sehr Mann ich bin, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, ganz viele Männer haben Angst vor Frauen, ganz im tiefsten Innern. Haben sie Angst vor eurem Intellekt oder vor eurer Empathie, die ihr habt, ja. Glaubst du, das ist wirklich eine Frauensache? Ja. Vielleicht haben das ja auch viele Männer irgendwie noch nicht so trainiert oder so. Nein, das ist eine Frauensache, ganz klar. Ihr habt die absolute Erlaubnis des Mainstreams, euch aufzutransen, ohne dass ihr könnt in den Laden gehen, ihr könnt euch die schönsten Schuhe kaufen, ihr könnt euch die tollsten Fummel, ihr könnt euch die Haare lang wachsen lassen, ihr könnt euch schminken, eindieseln und parfümieren wie die schlimmste Nutte und ihr dürft das alles und wenn du als Mann in den Laden gehst, da gibt's halt nichts. Ich finde, das sollte Frau sein ja nicht ausmachen. Ich finde, das sollte ja jeder dürfen. Dann muss der Mainstream einfach ein bisschen besser werden. Ja, mein Gott, ja, natürlich. Aber dann sagt man einem Deichmann-Konzern, dass er auch mal Pimps in 45 herstellen sollen, ja? Was ist sonst noch Frau sein? Gleiche wie Mann sein, nur mit Brüsten halt, ne? Das allerletzte, was ich von dir heute lernen möchte, ist dein Signature-Move, den du mit dem Mund immer machst. Guck mal in den Spiegel. Irgendwann renke ich mir den Kiefer nochmal aus, das weiß ich, der knackt schon alleine. Ja. Vielen Dank für den wunderschönen Mittag. Sehr gerne. Und dass du mich so attraktiv gemacht hast. Ja, Prösterchen.